Oh, nicht in das Mikrofon, wenn ich rede. Das Schöne an meinem Beruf ist, dass ich Pferden helfen kann. So, das klingt jetzt so Wendy-mäßig, aber es ist so. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind heute auf dem Paternushof und hier treffen wir Corinne. Sie ist Pferdephysiotherapeutin und hält heute ihren ersten Wellness-Massage-Pferdekurs. Und den wollen wir natürlich nicht verpassen, also kommt einfach mal mit. Hey Corinne, wir sind jetzt hier vor dem praktischen Teil von deinem Wellness-Massage-Kurs. Wie war es bis jetzt und bist du aufgeregt, so erster Kurs? Klar, total aufgeregt war ich vorher. Ich bin total glücklich, wir haben super Teilnehmer. Also ich fühle mich super wohl. Und jetzt geht es so in den Praxisteil über. Was erwarten die Teilnehmer da? Ich denke, sie erwarten einfach so ein bisschen Hilfe, Anleitung, wie sie ihren Pferden so ein bisschen Entspannung im Alltag bringen können. Durch die Wellnessmassage. Das muss man auch, glaube ich, immer noch mal ein bisschen dazu sagen. Es ist eine Wellnessmassage. Es geht nicht darum, wirklich Krankheiten oder Probleme zu beheben. Nein, ne? Es geht hier um reine Wellnessmassagen. Das sind Entspannungsmassagen, die nicht dazu verwendet werden, um irgendwelche Blockaden oder wirklich tief sitzendere Probleme zu lösen, das geht damit nicht. Würdest du sagen, es ist dein Traumberuf? Ja, absolut. Ich bin glücklicher, als ich jemals zuvor war. Aber gibt es trotzdem auch was Negatives an dem Beruf? Jein. Es gibt Dinge, die siehst du, die sind nicht schön, wo du auch erstmal schlucken musst und auch mit der Situation versuchst, erstmal umzugehen. Das ist natürlich nicht schön. Was aber rum wieder schön ist, die Leute rufen dich an, um ihrem Pferd helfen zu lassen. Oft ist es auch so, dass die unschönen Dinge, die du erlebst, hausgemacht sind durch Unwissenheit und durch falsche Beratung. Deswegen denke ich, dass Leute, die jetzt ein Pferd haben, das nicht in einem optimalen Zustand ist, vielleicht das Equipment nicht optimal ist, einfach auch durch Unwissenheit in die Situation reingerutscht sind. Und dann denke ich mir, jetzt ist es positiv, sie haben dich gerufen, sie wollen Hilfe und jetzt kannst du helfen. Du musst dein Bestes tun, um zu helfen und den Leuten verständlich zu machen, warum du gerade vielleicht eine kleine Kritik, fiktiv gesagt, am Equipment hast. Aber wenn sie nicht hören wollen, du kannst sie nicht zwingen. Das Schöne an meinem Beruf ist, du hast deinen Lohn sofort. Das heißt, du behandelst ein Pferd, du hast den Vorher-Nachher. Vergleich, ne, beim ersten Vorlongieren, okay, dann ist er da so ein bisschen steif und dann longierst du den nach der Behandlung und das Pferd läuft wieder richtig schön, der Besitzer ist glücklich und das ist die direkte Bestätigung für deinen Job und das ist wirklich großartig.